Also Tevye ist die absolute Hauptfigur natürlich des Stückes. Er ist der Milchmann im Dorf Anatevka und versorgt die Einwohner quasi mit seinen Milchprodukten. Alle Tage welch ein reicher Mann. Hat 5 Kinder. 3 davon, die ältesten Töchter, sollen verheiratet werden schon. Die sind schon im heiratsfähigen Alter. Das ist Zeitl, die älteste, Hodl und Chava. Und natürlich sein Goldschatz, die Golde. Seine Frau, die schaut, dass zu Hause alles am rechten Platz ist. Er ist einfach ein herzensguter Mensch, der große Liebe zu seinen Töchtern, zu seiner Familie hat. Seine Familie steht für ihn absolut im Zentrum und er versucht eben diese Vereinbarkeit von Familie und jüdischer Tradition für sich zu bewahren. Also es geht in Anatevka um Hochzeit, um Heirat, um Verheiratung. In dieser Zeit in Anatevka oder im Judentum gibt es den Heiratsvermittler. Bei uns ist die Heiratsvermittlerin die Jente. Zeitl ist schon die Älteste und so wie Hodl so schön sagt, erst wenn sie unter der Haube ist, dann kommt die Hodl dran. Das heißt, erster Fokus liegt mal auf der Hochzeit von Zeitl und die möchte aber nicht denjenigen heiraten, den Jente vorschlägt, sondern ihren Verlobten, heimlich Verlobten Mottl, den Schneider. Städtl ist ähnlich vielleicht einem jüdischen Ghetto, wie man es später kennt aus Polen, aber es ist eigentlich ein Dorf, wo allerdings aber auch ganz arme Russen lebten und sie lebten quasi nebeneinander in diesen kleinen Dörfern. Dieses Städtl Anatevka ist in der Ostukraine angesiedelt. Und die politische Situation schlägt in die Richtung, dass Juden eigentlich regelmäßig vertrieben werden aus ihren Städten, aus ganzen Landkreisen. Es kommt zum ersten Pogrom bei der Hochzeit und schließlich am Ende des Stückes müssen sie wirklich ihr ganzes Hab und Gut zurücklassen und innerhalb von 3 Tagen Anatevka verlassen. Es tut mir aufrichtig leid. Glauben Sie mir. Wir haben uns dann gedacht, einfach ein Städtl auf die Bühne zu stellen, wäre uns zu plakativ und haben dann ein Symbol für dieses Vertriebensein, Vertriebenwerden, für diese Reise, für diesen Exodus, der das Judentum seit Anbeginn begleitet, waren wir auf der Suche danach und haben den Koffer als Schlüssel gefunden für uns und so kommt ein 1905, 7, 10 eingemottertes Städtl in einem Koffer zu uns auf die Bühne nach Graz. Es wird ein quick-lebendiger Abend. Es ist
ein bunter Abend aus der Zeit. Wir erzählen die Geschichte mit sehr viel Liebe zum Detail. Und es ist ein Riesengemälde, ein Riesenwimmelbild. Und die ganzen Figuren, es gibt überall etwas zu entdecken. Die ganzen Figuren werden dieses Städel hier in Graz zum Leben erwecken.